Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon seht, geht es um das neue Mittwochs-Update. Ich bin hier in Jalaheim, denn es gibt eine neue Quest. Talia, wie ihr da hinten auf dem Plakat auch schon sehen könnt, und ihr Partner Mel haben einen Platz in Jalaheim gemietet, wo sich alles um Theater und Dramas dreht und sie schreibt gerade ein neues Stück, wofür Talia noch Schauspieler braucht. Und da können wir ihr dann helfen, indem wir diese Quest hier anfangen. Für diese Quest muss man Star Rider sein. Man muss außerdem die Quest gemacht haben, bei der man zustimmt, Johanna und Stein am Jorvik-Stall zu helfen. Und was auch noch ziemlich cool ist, wenn man die Quest gemacht hat, dann kann man einen Shop freischalten, in dem es auch noch einige Requisiten zu kaufen gibt, wie zum Beispiel Augenklappen oder aufklebbare Schnurrbärte oder Clownsnasen. Das ist ziemlich cool. Außerdem gibt es für die Quest mit Spirit mehr Rufpunkte. Wer zum Beispiel die Quest noch nicht zu Ende gemacht hat, so wie ich zum Beispiel, kann sich jetzt freuen, denn für jede einzelne Quest, die man mit Spirit macht, bekommt man mehr Rufpunkte. Das bedeutet, man ist insgesamt mit Spirit schneller fertig, man bekommt mehr Punkte, man kann diesen Apfel schneller kaufen und somit Spirit schneller in seinen Heimatstall bringen. Außerdem hat der Pferdemarkt diese Woche geschlossen, wird aber nächste Woche im Westkap Fischerdorf zu finden sein. Außerdem gibt es noch eine neue Folge Star Stable Game News. Und das war's dann für diese Woche auch mit dem neuen Mittwochs-Update und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.